Statt Corona gibt es heute wieder Enten-TV. Tag 3. Unsere Enten haben unglaublich viel gelernt in den letzten 3 Tagen. Wir sind total begeistert. Auch sind sie deutlich kräftiger geworden, sonst würden sie nicht so aus dem Wasser springen und tauchen, können sie mittlerweile auch schon. Inga hat ihnen ein Schälchen mit Haferflocken hingestellt, überall am Teich verteilt. Und das ist auch gut so, denn auch die Mutter muss sich ja irgendwas zu futtern holen. Und hiermit, glaube ich, kriegen wir die Großen und die Kleinen am Ende durch. Entenküken haben wir. Ein paar sind schon ganz schön vorwitzig und frech. Den hier haben wir zum Beispiel Hermes getauft. Und das hier ist Hannibal. Die Mutter hat alle Hände voll zu tun und wacht über ihre Schar. Und wehe, wir kommen zu nah. Aber mittlerweile sind die Kleinen auch schon ganz schön frech unterwegs und wagen sich auch schon mal richtig weit von der Mama weg. Alles wird ausprobiert und geschaut, ob man es fressen kann. Und dann muss man sich natürlich lang und ausgiebig putzen und mindestens 5-6 Mal verschwinden sie in ihrem Nest am Tag und schlafen. Irgendwann fängt es wieder an zu piepsen und dann kommt die ganze Schar wieder raus. Ihr merkt schon, das ist besser wie Fernsehgucken. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wir, so wie die Möglichkeit besteht, momentan am Teich liegen und auf Augenhöhe unseren Enten zugucken. Und das war's auch schon vom 3. Tag. Mal sehen, was die nächsten Tage bringen.